So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu einem neuen Part von Alan Wake. Woo! Ja, wir sind hier ja auf dem Weg zum Helikopter gemeinsam mit Wow. Sarah Wir lassen hier und in der sind Nacht jetzt vom Menschen hier das in der Leben Kirche haben, die ganze unterwegs, Nacht. wo wir Wieso? eigentlich gar nicht, Ja, naja, das ist ballern Tradition. dürfen. Ja. Wobei ich darf keine versteckten Waffen tragen. Offen werde ich die ja wohl tragen dürfen. Also echt. Okay. Wir sind fast Warte da. mal, war da was? Wir Sorry, müssen ich durch will den ganz kurz Keller. gucken, ob Warte ich da hier. was übersehen habe. Nein, habe ich nicht. Klar. Okay. Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Sachen. Alter, wir haben aber jetzt wirklich. Also, okay, Batterien haben wir wenig, aber sonst haben wir eigentlich. Okay, ich hol mal die Shotgun raus. Ich glaube, die wird noch eine sehr große Hilfe sein. Warm, Junge. So, zack. So, dann bedrängen wir den Wichser jetzt zurück. Jawohl, sehr stark. Das war schöne Teamarbeit, Sarah. Das war saugeil. Denn ist eine Thermosflasche. Entschuldigung, ich muss ganz kurz die Thermosflasche holen. Also bei aller Liebe zum schnellen Vorankommen, aber Thermosflaschen, die können wir ja einfach stehen lassen. Wenn ich nach, ne, wenn ich am Ende des Spiels in meinem Auto nach Hause fahre, möchte ich eine riesige Sammlung an Thermosflaschen. Und Sarah, wenn du im Weg stehst, dann kriegst du auch eine über den Deckel. So einfach ist das. So, ab nach oben hier. Let's fucking go. Bam, Junge. Treten. Zack. Haben Sie den Notruf Oh. gewählt? Oh. Was war denn das? Der hat wohl das Licht gesehen. Hä? Oh. Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Ich merke schon. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Okay, das kriegen wir hin. Parkplatz und den Hügel rauf. Das kriegen wir hin. Ja, das passt. So, zack, ab nach oben, hätte ich gesagt, oder? Let's fucking go. Batterien genommen. Ja, so muss das. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Okay. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Irgendwie mag ich ja so ein Okay, bisschen etwas betrieben. Barry. Der ist Ja. durchgeknallt, aber im Hey, Herzen ist ich er will ein auch eine guter Stirnlampe. Mensch. Die letzte. Mistkerl. Und dann erschieße ich dich und nehme einfach deine. Okay. Ja gut, geh mal einfach hier hoch. Ich meine, an sich hier passiert ja nichts. So. Warum soll ich jetzt hier langsam durchlaufen? Da sehe ich jetzt Wenn dir relativ Junge wenig den Sinn drin. Schulterboss vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Okay, was haben wir denn hier in dem Fahrzeug? Haben wir doch bestimmt geilen Stuff. Oh Gott, ich muss mich sofort wieder umdrehen hier. Okay, ich habe mittlerweile 6 Blendgranaten. Das wird übel, glaube ich. Ich glaube, wir werden uns noch gleich in einem richtig knallharten Battle stellen müssen. Aber ich bin vorbereitet, ihr Bitches. Oh, was macht er denn? Oh, das ist aber nicht so nett. Bam, Junge. Barry, du stehst da wirklich ganz schlecht. Warm, Junge! Silvester ist dieses Jahr ein bisschen früher. Haha, geil. Okay, mit geilen Waffen kann man sich auch geil hier durchballern, muss man sagen. Hui! Drüber gejumpt. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nee? Schade, hätte ich jetzt gedacht. Aber gut, muss ja auch nicht. Okay, Bright Falls Fire Department. Let's go. Der Rein hier. Helikopter ist gleich da vorne. Ah. Zeit, um den Start klar zu machen. Natürlich, Beeilen kriegen Sie wir sich. hin. Ich will hier endlich weg. Wer nicht? Okay, hier vorne haben wir auf jeden Fall einen Scheinwerfer, den wir anmachen können. Das machen wir auch mal direkt. So, zack hier. So. Ah, das geht auf Batterie. Ah, verstehe, weil das eine Portable Battery ist. Okay, na dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen Verteidigung, hätte ich gesagt, ne?
Oh yeah, baby. Ja. Ich hab's befürchtet, aber ich bin vorbereitet. Sie kriegen sie nie zurück. Was soll das denn jetzt? Ich hab nichts gedrückt. Oh Gott. Bam, Junge, so. Den haben wir auch, sehr gut. Jetzt Revolver nehmen. Einschalten, so. Jetzt wieder den hier einschalten. Alter, wird das jetzt hier langsam mal was? Leuchtfackel nehmen. Oh, hier sind welche. Stark. Muss ich jetzt hier rein oder sind wir jetzt schon alle startklar oder was? Hallo, darf ich rein? Okay, dann. Oh Gott. Ja, und genau das meine ich so. Da kommt direkt wieder die Triple Attack. Ich muss hier oben lang laufen. Und dann muss ich hier den Scheinwerfer wieder ankriegen. So. So, bam, Junge. Wo sind die nächsten? Und wieder anschalten. Okay, was haben wir jetzt noch? Wir haben 20 Revolver, wir haben 2 Signalflares. Ist aber noch mehr. Lol, Alter, was wir hier alles. What the fuck? Bam, Junge, fick dich. Geil, Alter, wie viel geiles Stuff wir haben. So, dann machen wir jetzt die Dinger mal wieder an. So. Eieiei, okay, das schlägt da ein. Noch eine Blendgranate. 2, Alter, wir haben. Fick dich. Okay, ich komme. Rein hier. So. Wake, machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ja, wer nicht? Du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Auch nicht nur die Stadt, aber einiges mehr. Wie schön. Ah, schaffen Sie es durch Nachtleben in Bright Falls, ohne zu sterben. LOL, ich bin nicht gestorben in Bright Falls. Okay, das ist geil. Das war mir, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wake. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Ja, natürlich, klar, ständig. King Kong, mutierte Alligatoren. Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Kopter. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Na gut, Chef. Besser!
Oh nein. Festhalten, festhalten. Mayday, Mayday. Ich stürze ab. Ui, 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 ui. Tschüss. Ach, Sarah war doch eine gute. Gut, Kontrollpunkt erreicht. Okay. Alles klar, bis später. Jetzt sag nicht, dass ich meine gesamte Ausrüstung wieder verloren habe. Ach, fuck you, Game. Das ist auch so eine Sache, dass du deine Sachen nicht behältst. Das finde ich echt Quatsch. Alter, ich hatte so geiles Equipment, Alter. Und jetzt bin ich wieder resettet worden. Was ist das Scheiße, ey. Okay, ich komme hier anscheinend nicht rein. Fantastisch. Wobei, muss ich hier doch irgendwie... Kann ich irgendwie durch? Warte mal. The darkness controls the taken. Ja? Kann ich hier irgendwas machen? Nee, nicht so wirklich. Nee. Okay, haben wir hier hinten irgendwas? Nee, auch nicht. Fantastisch. Haben wir hier irgendwas? Nee, auch nicht. Fantastisch. Haben wir hier, hey, eine Thermoskanne. Oder eine Thermosflasche, besser gesagt. Von denen wir mittlerweile die 50 Stück haben werden. Bei genau 50 haben wir noch nicht, weil dann hätte ich ein Achievement bekommen. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Ah, wahrscheinlich. Ja, 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 klar. Logisch. Oh, hinter mir ist ja was. Mensch, wenn ich jetzt noch meinen geilen Stuff von vorn hätte, dann wäre das ja voll einfach. Ja, komm, fuck you, Alter, du dummes Arschloch. Bam, Junge, so. Okay, ich muss noch mal ganz kurz Revolver-Munition nachholen. Ansonsten wird mich das später noch teuer zu stehen kommen, wenn ich das jetzt hier nicht tue. Weiter geht's. Ärgerlich. Ja, aber das ist halt echt blöd. Weil ich meine, wäre halt geil, wenn man halt sich einmal ein richtig geiles Equipment erspielt hat, wäre es halt auch geil, wenn man das beibehalten könnte. So. Und dann wird halt der Rest des Spiels ein bisschen leichter, weil man sich halt vorher die Zeit und die Ruhe genommen hat, ordentlich zu looten. Aber so ist es halt, man gibt sich richtig viel Mühe beim Looten, spart vielleicht sogar Sachen und hat eigentlich nur Nachteile dadurch. Eigentlich theoretisch muss man alles, was man bekommt, sofort wieder rausballern. So, sowas wie jetzt Schrotflintenmunition, wenn die einmal komplett verballern. Ach, Mann, ey. Das ist ein bisschen doof. Naja, okay, wir haben es hier rüber geschafft, wunderbar. Mal sehen, was das Radio sagt. So. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Arbeiter erinnert. Aua, aber... Ja, genau. Hallo, wie kann er mich denn... Die Musik ist cool. Oh Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht... Ich bin extra schon vorher losgelaufen, ne? Oh, Thermosflasche. Okay, dann... Ich habe versucht, noch die Fackel rauszuholen. Das war offensichtlich ein riesiger Fehler. Ist der andere da hinten. Hör, was war denn das? Hey, sind ja auch noch welche. Wo kommen die denn jetzt her?
Ja, nochmal kurz nachladen. So, mein Gott. Boah, die wollen aber auch wirklich einen hier wirklich ficken. Okay, wir wollen Munition, war jetzt nicht so viel dabei tatsächlich. Ja, Schrotflintenmunition, perfekt. Können wir direkt mal durchladen. Okay, Thermosflasche nehmen wir jetzt mit, damit wir sie nicht übersehen und weiter geht's. Ja, das war wahrscheinlich so eine Schlacht, wo man lieber hätte wegrennen können. Ich glaube, das wäre klüger gewesen, jetzt im Nachhinein so viel Munition und Batterien, wie wir verbraucht haben, aber ja, gut. Das Kraftwerk leuchtete passt. In der Nacht, ganz nah. Ich würde sagen, aber es passt, es ist okay. Weg dorthin finden. Ja, natürlich muss man einen Weg dann finden, nichts leichter als das. So, na dann ab nach unten, hoppa, so. Let's do this. Was haben wir hier? Wir haben einen Pfeil und hier ist was. Hui! Blendgranate nehme ich mit. Okay, dann öffnen wir hier mal das Tor. Jawohl, das sieht sehr einfach aus. Und umdrehen und sofort gucken, ob hinter uns was ist. Das ist mittlerweile so eine Lektion, die ich gelernt habe. Ich muss immer sofort wieder nach hinten gucken, nachdem ich jemanden getötet habe. Okay, so wie es aussieht, muss ich hier runter. Wir öffnen einfach mal und drücken mal E. Mal gucken, was passiert. Ah, okay. Haben wir hier einen kleinen Safe Space. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Man muss ja auch mal ein bisschen sicher sein, ne? Okay, hier haben wir nichts. Keine Thermoskanne. Dann können wir hier einfach weiter. Hier sind gut ausgebildet. Ja, es ist... Ach, Mann, es ist so... Oh, das war aber wirklich sehr klatsch. Alter, das war aber sehr klatsch. Yes, baby. Aber guck mal, die Taschenlampe lädt sich jetzt wieder auf. Das ist wahrscheinlich, dass wenn man irgendwann gar nichts mehr hat, dass man dann trotzdem noch eine Chance hat, quasi. Ja. Ja, okay, gut. Es ist halt wirklich so ein Timing-Ding. Oh! Ja, das war cool. What the fuck? Okay, gehen wir mal weiter durch. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Das macht mich sehr glücklich. Okay, wir haben wieder geilen Stuff. Laden wir hier mal nach. Okay, wir haben mittlerweile wieder 4 von denen und wir haben, glaube ich, eine Blendgranate. Die könnte sich irgendwann noch als sehr, sehr gut herausstellen. Und wir haben eine Thermoskanne übersehen oder eine Thermosflasche. Scheiße. Es sei denn, wir kommen hier außenrum dahin, was momentan sehr stark danach aussieht. Oh, hinter mir. Okay, ich muss da hinten raus. Ich darf jetzt hier nicht getrappt werden. Ja, sehr gut. Wunderschön getimt. Komm, ganz ehrlich. Let's go, Alter. Bam, Junge. Passt. Wunderbar. Weiter geht's. Sehr gut. Und dann haben wir hier nämlich wieder eine Thermosflasche eingesteckt, Baby. Und ab geht's. So, dann hier einmal an den Docks entlang. Und dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen genauer um, hätte ich gesagt. Nö, richtig. Was haben wir hier? Hier können wir nicht lang, aber wir können wahrscheinlich hinten lang in irgendeiner Form, oder? Nee, auch nicht. Dann müssen wir hier irgendwie rein wahrscheinlich, oder? Hier irgendwie was? Okay, nee, das kann jetzt nicht so ganz im Sinne des Erfinders sein. Ah, hier, können wir was benutzen. Ah, sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, wunderschön. Ja, dann drücken wir nochmal E, damit es wieder nach oben geht. Weil wir nämlich nicht in der Lage sind, so einen kleinen Vorsprung hochzuklettern. Nur, das geht nämlich nicht. Da muss man dann hier den hier machen. Und hier haben wir noch eine Manuskriptseite. Wunderbar. Weiter geht's. Und hoppa. Hui. Bam, Junge. Ab runter auf den Boden der Tatsachen, du Schnösel, du. Und weiter geht's. So. So, schauen wir mal, was uns hier hinten erwartet. Außer Vögel.
Vögel sind großartig. Aber zu viele von denen können nervig sein. So, mal sehen, was wir hier drinnen haben. Bestimmt irgendwie die Steuerung für eine Fähre oder sowas. Ah, das ist natürlich sehr anlacken. Aber wir können uns auch mal entsprechend vorstellen und haben sogar einen kleinen Argumenteverstärker dabei. Okay. Ah, Leuchtpistole. Sehr cool. Die dritte mittlerweile. Das ist sehr schön. Ah, wir drehen gerade die Brücke. Verstehe. Na gut, während die Brücke sich dreht, kann ich ja mal hier hinten nach noch eventuell in Thermosflaschen gucken. Aber so jetzt so per se sehe ich jetzt hier tatsächlich eher nichts. Ne, hier geht's nicht weiter. Schade. Na gut, na dann gehen wir zurück zur Brücke. Die jetzt auch gleich da sein sollte, glaube ich, oder? Ja, richtig. So, let's go. Ah, ich hatte es. Ja, ich hatte es befürchtet, ja. Alter, zum Glück hatte ich hab noch gehört, ey. Ah, ich verstehe, wir müssen. Ja, ja, klar. Logisch. Wir müssen hier raus. Ja, 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 ich gehe raus. Ja, ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen, was wir hier drin haben. Eine Thermosflasche, perfekt. Eine kaputte Steuerung, Pumpgun kann man mitnehmen, Schrotflintenmunition, Leuchtfackel, yes baby. Oh, und wir können mal wieder ein bisschen Fernsehen gucken. Geil. Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. Ich stehe hier ein bisschen vor dem Fernseher, oder? Ich stehe mal so ein kleines bisschen zurück. So, jetzt seht ihr hoffentlich ein bisschen mehr. Ich kann ja mal noch ein bisschen näher rangehen. So. Mal sehen, was wir hier haben. Schön, wie sich die Brücke im Hintergrund weiter dreht. Im Keller? Geil. Wo kommen Sie denn her? Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. In den Keller. Aber jetzt wie sich die Brücke da hinten weiter dreht, Bruder. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie, nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Trinken Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Ja. Wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Nö, nö, das ist nicht Schwachsinn, ist alles super. Ist das Schwachsinn oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. In Night Springs. Aber es ist schon ziemlich lange her, dass wir mit uns, also dass wir uns selber im Dingens gesehen haben, im Fernseher. Wir sind fast im Kraftwerk. Laufen Sie weiter. Wir geben Unterstützung. Als ob ich jetzt hier einen fucking Helikopter an meiner Seite habe. Also das wäre echt nicht notwendig, aber ich bedanke mich trotzdem in Ehrfurcht. Vielen Dank.
Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt den hier. So. Warum diese Zeitlupen, Alter? Ja, egal. Ja. Okay, ich muss nachladen. Ich bin doch ausgewichen. Okay, Batterien einsetzen, machen wir. Okay, haben wir die alle getötet? Dann können wir weitergehen. Ach so, ich kann immer in den Lichtkegel laufen, oder was? Das funktioniert ja super. So, na dann laufen wir jetzt hier mal ein bisschen Hand in Hand, ne? So wie das hier aussieht. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, das sind jetzt halt nur noch diese Bullet Sponges, Alter. Es sind nur noch diese Bullet Sponges mittlerweile unterwegs. Das fuckt mich echt ab. So, weil es ist halt so super nervig und so langwierig. Weil guck mal, was die halt aushalten. So, es dauert halt ewig, bis der endlich mal... So, ne, und jetzt noch mehr. Jetzt hier noch einer. Ja, super. Und noch einer. Wobei der ein bisschen weniger aushält tatsächlich. Keine Ahnung, das fühlt sich halt super langsam an, als wenn wir super langsam durchkommen. Weil wir halt die ganze Zeit damit beschäftigt sind, halt, ja. Halt, ne, es dauert halt so unendlich lang. Es ist so träge irgendwie. Und weil es halt so viele von denen sind, macht es auch nicht besser. Ja, okay. Wir gehen da jetzt ganz schnell rein, hätte ich gesagt. Je schneller, desto besser. Haben wir hier eventuell ein paar Ressourcen? Naja. Also wirklich Ressourcen würde ich da jetzt nicht nennen, aber es ist genug zum Durchhalten, sagen wir es so. Es sollte ausreichen zum Durchhalten. Aber ich sag mal so, die Grundkritik, dass das halt jetzt alles sehr, sehr langsam wird, weil man halt immer gegen diese Bullet Sponges kämpfen muss, das ist halt, ja. Ich meine, der hier, der ist jetzt mal wieder einfach. Guck mal hier, so. Bam, Junge, so. Weiter geht's. Und auch irgendwie, dass die Musik, entweder sie ist voll da oder gar nicht. Auf dem Schild des Kraftwerks ist auch sehr interessant. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets trust, auf verborgene Vorräte. Trust no one taken. Trust no one in the dark. Okay, ja, na klar. Das kriegen wir hin. Niemand vertrauen, das kann ich schon. Okay, Safe Haven. Okay, ja gut. Ja, hier kommen wir natürlich nicht einfach rein. Ach doch! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Ach. Das ist ja super. Hallo, schönen guten Tag. Ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Oh. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Darkness waits uns das eingebrochen? In my dreams. Nein, ich kenne einen I miss Weg, you, Tom. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr.
Irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft, irgendwie bei Tag hier zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ah, Thermosflaschen, die habe ich gar nicht gesehen. Das Werk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Aha, ja, dann machen wir das doch. Ich es tue. Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Ja, ne, dann mache ich das doch. Sonst noch irgendwas, was ich wissen muss? Ja, fantastisch. Vielen Dank. Aber ich würde sagen, hier das Umspannwerk abklemmen, das machen wir erst in der nächsten Folge, oder? Richtig. Ist ja auch schon wieder ja, die Pflicht halbe Stunde voll, so gehört sich das nämlich. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind auf jeden Fall weiter, auch wenn wir wieder sehr, sehr viel Wald vor uns hatten. Aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut durchgeschlängelt. Ja, da würde ich mal sagen, ab zum Umspannwerk und da wird der Strom abgeklemmt und dann schauen wir mal weiter. Ne? Und naja, am Ende des Tages müssen wir ja irgendwo da hinkommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.